Ein herzliches Willkommen zurück hier in Baldur's Gate. Und ich will immer zwei sagen, ich weiß nicht warum. Wir haben beim letzten Mal meiner Meinung nach ein paar Kleinigkeiten falsch gemacht. Ihr seht, nur 5 von 6 Leuten. Wir haben 2 verloren, indem wir den hier mitgeholt haben. Und die anderen beiden, die haben halt einfach zusammengehört. Sprich, schmeiß einen raus, gehen beide. Und gleichzeitig haben wir hier in der guten Taverne erstmal noch einen umgeholzt. Aber, mein Gott, er hat uns gestresst und das war halt, naja, man konnte es nicht ändern. Nee, konnte man nicht, nein, das ging nicht. Okay. Ansonsten, wir sind in Bergorost hier angekommen, haben jetzt von ihm den Auftrag bekommen, nach dieser Karawane zu suchen, die anscheinend nicht das Ziel erreicht hat. Aber bevor wir das tun, schauen wir uns noch ein bisschen hier um, denn mir wäre es wichtig, einen 6. Mann dabei zu haben. Ich muss nur immer wieder mal auf die Karte gucken, ob hier was Interessantes ist von der Beschriftung. Oh, was ist das hier? Windiger Schwindel. Okay, will ich da rein? Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein will. Sieht mir auch nach einer Taverne aus und der da hinten sieht mir aus wie ein kleiner Krieger Björnin. Okay, ah, der kommt schon auf uns zu. Oh, doch nicht. Wird sofort erledigt. Was? Wird so sofort erledigt. Oh. Das ist manchmal. Also, es war schon bei Skate 2 schlimm. Ja. Die haben es mir ganz schön gegeben, diese Halboger. Eine Gruppe von ihnen rottet sich in den Bergen südwestlich von ihnen zusammen. Wenn ihr für etwas Gerechtigkeit sorgen könntet, würde das meinen Stolz gut tun. Okay. Mach's kurz. Kein Held, aber ein Quest. Natürlich. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier hinten noch? Meine Laune ist schon schlecht genug. Gurke. Ja, ja, jetzt weiß es bald jeder. Alle zeigen den Finger auf mich. Der alte Gurke hat sich im Mantelwald von einer Bande Armsäger Tassloy den Umhang vom Leib stehlen lassen. Ja, ja, ich kann schon nicht mehr hören. Und wenn noch einer einen blöden Witz darüber macht, dann serviere ich ihm einen eigenen Leber zum Abendessen. Hm, lecker. Und jetzt geh weiter, damit die anderen in Schlange auch mal lachen können. Gurkes Umhang. Ein weiterer Quest. Okay. Es ist zwar schön, dass wir hier ständig Quests kriegen, aber ich hätte auch gern wirklich einen weiteren Helden dabei. Zu fünft habe ich mal so ein mulmiges Gefühl. Man muss dazu sagen, klar, die Erfahrung wird anders aufgeteilt. Es fehlt einer. Natürlich. Aber ob das zum Vorteil ist, ich weiß es nicht. Ja, hier verschwende ich nur meine Talente. Na, leere Schränke, wie es ausschaut. Ja, schade. Das wird sofort erledigt. Aber dann geht's da drüben aber auch nochmal hoch. Natürlich. Dann sind das hier 2 Zimmer, okay. Ne, 3 sogar. Wir gehen mal in alle 3 einfach hoch. Ah, okay, hier kommen wir wahrscheinlich zum anderen Bereich. Wird also wieder runter. Erledigt. Hallo? Ogin Wischmann, ne? Der hat bestimmt auch noch einen Quest. Mach's kurz, ja. Natürlich. Er ist er immer noch da unten? Wen meint ihr? Dieser Björnin, ah. Ich fühle, wie er mich anstarrt. Er ist ein Paladin, wisst ihr? Die sind nicht richtig im Kopf. Die sehen einen nur an und man ist abgestempelt. Da haben sie doch gar kein Recht zu. Warum? Was habt ihr getan, dass sie euch so anstarren? Ich weiß, was ihr meint. Ganz schön arrogant von ihnen. Ha, ihr verdient schon, was ihr bekommt. Geht mir aus den Augen. Hat es euch irgendwie bedroht? Hat er euch irgendwie bedroht? Ich nehme mal die 1. Was? Nichts, gar nichts. Sie sehen einen nur an und dann weiß man schon, dass sie einen am liebsten bestrafen würden. Ich kann sie nicht leiden, sind schlimmer als die Wachen. Hat er euch irgendwie bedroht? Nehmen wir mal das. Ja, nein, aber ich weiß, dass er nach mir sucht. Warum sollte er denn sonst hier unten sein? Klar, er sagt zwar, dass er sich ausruht und mit den Einheimischen plaudert, aber ich weiß einfach, dass er wegen mir hier ist. Also, ich bleibe jedenfalls so lange hier oben, bis er weg ist. Warum kommt er dann nicht einfach hoch und holt euch, wenn ihr ihm so viel an euch liegt? Ich könnte ihm sagen, dass er euch nicht länger belästigen soll. Ich nehme lieber mal die 1. Also, damit macht man es sich doch zu leicht, oder? Nein, nein, er will, dass ich hier oben sitze und mich frage, ob er wohl weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich hier oben sitze und weiß, was er weiß. Ich weiß es einfach. Ach du meine Güte. Habt ihr mit jemandem darüber gesprochen? Ihr seid erregt aus. Ihr seht erregt aus. Laut neuesten Erkenntnissen ist ein Käfig voller Affen nicht nur halb so lustig wie bisher behauptet, sondern auch einfach grässlich. Okay, ja, Wiedersehen. Können wir nochmal mit ihm sprechen? Ja. Lass mich in Ruhe, du Quälgeist. Heute kaufe ich nichts von dir. Okay, er ist eindeutig ein bisschen mehr Schuck im Kopf, würde ich sagen.
Hier ist sonst keiner mehr. Können wir hier irgendwas plündern? Oh, jawohl. Ja, so gut wie erledigt. Was ist das denn hier? Ach, nur ein kleiner Schild. Natürlich. Ich hoffe immer auf magische Sachen, aber ich glaube in der Erfahrungsbereichen ist auch geil. Zwei Zimmer und natürlich verbunden mit einer Tür noch dazwischen. Wo ist denn der Björn? Kann man den darauf ansprechen? Ja. Nein. Okay. Mach's gut. Natürlich. Kümmern wir uns erstmal um die Halboger? Warte, in welcher Richtung hat er gesagt? Muss ich mal kurz. Halboger nahe Bergerost. Ein Paladin. Sein Bericht nach sollen sich die Hügel südlich bis südwestlich der Stadt verschanzt haben. Okay. Können wir das schon sehen hier sogar? Nein, Norden, Osten. Also entweder hier oder hier. Das heißt für uns, wenn wir jetzt hier runtergehen, würden wir wahrscheinlich Richtung Oger kommen, aber wie gesagt, erstmal noch ein bisschen hier das Dorf erkunden. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Was haben wir hier? Ach, da ist die Schmiede. Da können wir auch mal eben reingucken. Hm. Das nenne ich mal eine ordentliche Schmiede. Teuren Furium, das wird wohl der Schmied sein. Küss mich. Womit kann ich dienen? Hallo, kann ich an diesem wunderschönen Tag irgendwas für euch tun? Ja, zeig mir nochmal deine Waren, wie man so schön sagt. Huiuiui, warte mal. Ach, die kann nur Kurzbögen, das ist ja kacke. Okay, eine Schleuder plus 1 wäre eine Überlegung wert für meinen Helden. Eine Armbrust, Kugel natürlich, ja, ich denke doch, also eine plus 1 Schleuder ist doch mal nicht schlecht, ist auch nicht so allzu teuer. Das möchten wir kaufen, mal gucken, ob wir noch ein bisschen was dagegen bringen können. Hier haben wir nichts. Jawohl, ein Feuerrach. 5 Stück. Geben so wenig, okay. Noch einen kleinen. Ach, den Ring will er nicht. Okay, aber das kleine Schild können wir verkaufen. Und hier haben wir noch ein paar Kruschsachen. Achso, die muss ich. Ah, sorry. Das habe ich jetzt verrafft. Ich dachte, ich kann hier alles anklicken. Ich muss das aber hier einzeln tun. Ja, die Geschichte will er auch nicht haben. So eine interessante, schöne Geschichte. Schade. Okay, dann. Das kaufen wir. Identifizieren können wir hier auch. Müssen wir uns mal merken. So, 3 bis 6, das ist schon mal nicht schlecht. Und die Trefferwürfe gehen um 1 hoch, nach meines Wissens. Und um 1 runter. Muss das hier runter sein oder hoch? Etwo Bonus, minus 1. Okay. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es hoch sein muss. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ja. Okay, ansonsten haben wir hier nichts. Gut. Wird sofort erledigt. Immerhin mal eine bessere Schleuder bekommen. Hier verschwende ich nur meine Talente. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Ich bin noch auf der Suche nach dem Bürgermeister. Da haben wir ja noch den Hauptquest, sage ich. Also ich denke mal, das ist der Hauptquest. Was haben wir hier? Rote Gabel. Geht hier rein. Wer ist das hier? Vergib mir, aber ich muss euch bitten, mich alleine zu lassen. Ich warte auf jemanden, möchte nicht gestört werden. Ja, gut, okay, alles klar. Ich schätze, ihr seid am Ende. Ihr könnt davon ausgehen, dass ihr am Ende seid. Nehmt es bitte nicht persönlich, aber ich glaube, eure Zeit auf diesem Schlammkugel ist hier abgelaufen. Okay, warum tut ihr das? Ich habe nichts getan. Was auch immer ihr dafür bekommt, ich zahle das Doppelte. Nee. Ich hoffe, ihr habt eure. Ihr habt euch den Willen dieser Worte wahre zu machen. Ich frage mal, warum. Ihr habt niemandem etwas getan, soweit ich weiß. Das ist mir auch völlig egal. Geld ist Geld, ein Kopf ist ein Kopf. Und wenn sich die beiden treffen, dann verdient der alte Kartal sein Geld damit. Ich habe ja gesagt, ich habe persönlich nichts gegen euch. Ja, alles klar. Dann gibt's halt aufs Maul. Aber ich habe leider keinen Zauber mehr, ne? Ja. Zack. Lass mal den hier in den Kampf. Du kannst von hinten noch im Notfall heilen. Oh, und das ist auch notwendig. Brauchen wir nicht zu langsam. Ich habe lange nicht mal gespeichert. Jawohl. Können wir hier rein? Nee, wir können hier nicht rein. Stier. Oh, immer noch leicht verletzt. Alter, der knüppelt ganz schön gut rein. Junge, Junge, wer hat noch einen Heiltrank? Der hat doch einen Heiltrank. Ach, da hinten. Hubler. Oh, jetzt hat er Angst, oder was? Alter. Mach's mir, verschwende ich nur meine Talente.
Wir müssen hier alle rein, aber nicht du. Warte mal, wir haben ein Geschoss. Jawohl, wir haben den Zauberstab. Peng. Dann haben wir jetzt mit dem Zauberstab rein. Yes. 270 Erfahrung, nicht schlecht. Und auch er hat wieder einen Brief. Mal gucken. Wer Böses im Schilde führt, sei informiert, dass auf Doskias sein Ziehkind von Gorion ein Kopfgeld ausgesetzt wurde. Doskias wurde zuletzt im Raum Kerzenburg gesehen und muss schleunigst beseitigt werden. Dieses Angebot wurde allein Einschläger Gilden unterbreitet. Wer mir einen Beweis für seine Tat zurückkehrt, wird mir ein weniger als 340 Gold ins Mittel. Okay. Wie immer gilt, wer diese Pläne der Hüterin des Gesetzes zuträgt, wird das Schicksal das Ziel teilen. Wer auch immer diese Scheiße hier fabriziert. Wir tun das mal hier alles bewahren. Was haben wir hier bekommen? Ein Kettenhemd ist Rüstungsklasse 5, Rüstungsklasse 4. Aber wir können ihr das Kettenhemd geben. Jawohl. Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Haben wir einen Tagebucheintrag bekommen? Nein, haben wir nicht bekommen. Schankwirt, Bürger, Bürger, sonst ist hier nichts. Ah doch, dieser Lach. Was? Lach. Mach's kurz. Wird sofort erledigt. Lachluger. Okay. Oh, ich bin ein Holzfäller, wenn ich es doch sage. Ich arbeite die Nacht und schlafe am Tag. Okay. Ich würde sagen, wir rasten hier mal. Wie wär's mit einem Whisky? Ja, Bauernbett reicht uns. Immerhin schöne Videos, muss ich sagen. So. Alle geheilt. Zauber haben wir auch wieder da. Ja, natürlich. Oh, es ist. Also mit Level 1. Das ist echt. Was ist das jetzt für ein Vogel hier? Hallo, hab natürlich hier in der Gegend so einen großen, ungeholten Typen mit einem Hundekopf gesehen. Was? Ein Hundekopf? Ich sag doch, ein Hundekopf und auch aus dem Maul stinkt, tut er wie eine Hyäne. Okay, ah, ein Worg, ah, ein Gnoll, ah, ein Greischling, aha, der war gut, kleiner. Tschüss dann. Ein Hundekopf und stinkt wie eine Hyäne. Ja, Gnoll und Worg nehmen sie da nicht viel raus, glaube ich. Ich sag mal Gnoll. Ja, ein Gnoll, da versteckt sich ein westlich von hier. In der Nähe der hohen Hecken. Dieser verdammte diebische Feldkloß hat mir vor 2 Tagen mein Kurzschwert geklaut. Ich habe sie noch nie leiden können. Wie viel wäre ein Zwerg wie euch so eine Klinge wert? Ein Knoll war das? Wie wäre es, wenn ich mal eben in den Laden gehe und euch ein neues kaufe? Nee. Marmelat, Kleiner, hoffe, du erlebst bald bessere Zeiten. Wir nehmen die 1 natürlich. Ja, jetzt lass die blöden Witze. Die haben so einen Bart. Die blöden Klinge ist nichts wert. Es gibt mir nur einmal ein Stück Holz. Ich gebe euch 50 Goldmünzen, wenn ihr ihm einen Hintern poliert. Abgemacht. Ja, abgemacht. Jaha. Aber... Ah doch, ich wollte schon sagen. Wird sofort erledigt. Okay, wir natürlich. Haben ganz schön viele Aufträge hier. Wartest du immer noch auf jemanden, oder? Seid gegrüßt, Söldner. Okay, alles klar. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Wir gehen mal noch dahin. Wie gesagt, ich suche immer noch ich nenne es mal Rathaus. Und ihr müsst euch damit einstellen, Baldur's Gate ist teilweise mit vielen Laufwegen und auch nur mit Gesprächen verzwickt. Also ihr könnt nicht immer nur Action hier erwarten. Ich gebe natürlich mein Bestes, das irgendwie so hinzubekommen. Aber es ist nicht immer machbar. Hallo. Wie erledigt. Ich kann euch ein nettes Angebot machen. Okay, sehr gegrüßt, Abenteurer. Ich habe gehört, dass ihr ausgezeichnete Krieger seid und macht euch daher einen Vorschlag. Möchtet ihr die Leibwächter meiner Herrin sein? Okay. Wir sind immer auf einer Suche nach Geld. Erzählt uns mehr. Ja, machen wir mal. Ich heiße Garrick und arbeite für Silke Rosena. Ist das nicht die Tussi, die da vorne steht? Sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwertküste und wird vor Ende des Monats im herzoglichen Palast aufspielen. Leider nur befindet sie sich seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Ein paar von Feldposten angehörten Schlägern haben ihr übel zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in einem Wirtshaus gespielt hat. Man kann ihr für ihren Fortbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt dieses Feldposts ist ein ausgesprochener Schurke. Sie braucht Söldner, die sie beschützt, bis sie zum Aufbruch nach Baldur's Tor bereit ist. Sie wird 300 Goldmünzen für den Job zahlen. Was haltet ihr davon? Klingt vielversprechend. Ich bin überzeugt, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Wir treffen uns dann vor dem Gasthaus Rote Garde. Garbe. Ah, geht automatisch. Ich glaube, da waren wir gerade drin in dem Gasthaus. Und ich denke, das ist die Tuss da oben, die nicht gestört werden will. Mach's kurz, hier verschwende ich nur meine Talente. Dies also sind die einzigen Söldner, die ihr auftreiben konntet, Garrick. Die werden es dann wohl tun müssen. Ihr scheint mir um die 3 Goldmünzen wert zu sein. Das hat auch doch meinen kleinen Helfer angeboten, oder? Ich habe ihm 3 Goldmünzen angeboten, wie ihr befohlen habt.
Nun gut, ich nehme an, Garak hat euch bereits gesagt, dass ihr zu was ihr zu tun habt. Eure Aufgabe ist es, die Schläger kaltzustellen, wenn sie mich bedrohen. Das sollte nicht weiter schwierig sein, aber ihr müsst zügig zur Sache gehen. Auf keinen Fall dürft ihr mit ihnen reden. Einer von ihnen ist ein Magier, der mit seinen Zaubersprüchen auch über den Klügsten große Macht ausüben kann. Oh, okay. Oh, da kommen schon welche. 3 Stück, okay. Und ich stehe natürlich an vorderster Front, toll. Hier ist sie, Feldpostenschlägertruppe. Schlagt zu, wenn ich es euch sei. Wenn ich euch. Was? Hier ist sie? Das sagt doch Silke selber. Hier ist sie, Feldpostschlägertruppe. Achso, schlagt zu, wenn ich es euch sage. Wir grüßen euch, Silke. Wir sind gekommen, wie ihr es verlangt. Und wir haben. Hä? Sehr komisch. Und wir haben die. Versucht nicht, mich zu bedrohen. Ich werde keine leichte Beute für euch sein. Ich habe Freunde bei mir. Wovon redet ihr? Wir haben die Edelsteine mitgebracht, die. Haltet den Mund, ihr könnt euch nicht rausfinden. Schlagt jetzt zu, tötet sie alle. Oh, hier geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Die sind so gut wie tot. Gebiete diesem Wahnsinn Einhalt. Wir werden niemanden umbringen, der unschuldig ist. Oh. Wir sind neutral, aber wir sind nicht böse. Oh, ich hoffe, ich mache jetzt nicht schon wieder den nächsten Fehler. Ich mache die 2. Unsere Abmachung ist hinfällig. Ihr seid vermutlich sowieso zu feige, um im Kampf von Nutzen zu sein. Mit denen werde ich selber fertig, nachdem ich mit euch fertig bin. Ja gut, ein Gegner nur, besser wie 3. Du bist natürlich schon wieder im Nahkampf, das gefällt mir gar nicht. Oh, ein Magier. Unterbrechen. Jawohl, haben wir erfolgreich unterbrechen können. Tja, die hat nichts auszusetzen. Boah, what the fuck? Oh, leck mich doch fett. Wo haben wir das letzte Mal gespeichert, Leute? 13. Tag, 12, 12, ach du Scheiße. Oh, crap. Haben wir das Buch abgegeben wenigstens? Welches ist das hier? Ja, okay, das passt. Hier verschwende ich nur meine Talente. Okay, wir sind, okay, neue Taktik. Wir dürfen sie auf keinen Fall irgendwie zaubern lassen. Da ist der Garak wieder. Ich speichere jetzt erstmal hier. Ich gehe das mal ein bisschen schneller durch. Ja, klingt vielversprechend, bla. Das können wir leider, glaube ich, nicht überspringen. Nein, können wir nicht überspringen. Also wir hatten sie fast platt. Sie darf halt einfach nicht zaubern. So ein Blitz haut halt ordentlich rein. So. Wir machen das jetzt mal ganz anders. Wird sofort erledigt. In Ordnung. Wie ihr wünscht. Wenn niemand besser so, fällt auch gar nicht auf. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Nur scheiße, dass sie nicht mithelfen, die Drecksäcke. Seid gegrüßt, Söldner. Okay. Gib mir diesen Wahnsinn Einhalt. Zack, zack. Okay. Gruppe markieren. Angriff. Was? Und. Nein, wir haben nicht gerastet. Ah, oh, leck mich fett. Aber wir haben wieder 10 Schüsse. Das ist gut. Sie zaubert. Zack, unterbrochen. Sie zaubert wieder. Oh, zu spät. Oh, verschossen. Toll. Ihr braucht meine, wenn niemand besser geeignet ist. 400 Gold. Und einen Zauberstab. Wir können es halt leider immer nicht identifizieren. Das ist scheiße. Irgendwann kann man das auch so identifizieren ohne Zauber. Das weiß ich. Reden wir erstmal mit dem Garak. Mal gucken, was er da sagt. Silke ist tot, sie hat es wohl verdient. Man kann nicht zu bösartig sein und erwarten, damit ungestraft durchzukommen. Jetzt bin ich wohl arbeitslos. Wäre es zu viel verlangt, wenn ich euch bitten würde, mich euch aufzunehmen? Oh, da haben wir unseren nächsten Helden eventuell. Kein Problem. Jawohl. Komm in unsere Gruppe. Wow, er bringt 4 Goldmünzen mit. Fantastisch. Was haben wir denn da? Ein Barden. Ich hab's mir schon gedacht, dass es ein Bard ist. Oh, und sieh da! Die Aira, endlich! Unser erster Stufe 2. Oder wie? Ach nein, Kämpfer und Druide. Jetzt haben wir hier. Nee, warte mal. Ach, hier unten. Sorry, ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. In was steigt die jetzt auf? Kämpfer oder Druide? Ergebnis des Aufstiegs. Reduziert um 1. Zusätzlichen Zauber des Grades 1, zusätzliche Trefferpunkte 12 und Sagenkunde erhöht um 1. Ich glaube, die Sagenkunde ist das, was hier darum geht, zu identifizieren, eventuell. Mal schauen. Na, die kriegt es nicht hin. Okay, ich hätte aber schwören können, das war die Sagenkunde. Aber eine Druidin, warum sollte die das können? Aber das Wichtige ist jetzt hier,
Ach stimmt, wir haben sogar noch hier so einen anderen Zauber, um uns zu pushen. Den sollte ich mal hier in die Leiste tun, wenn wir mal einen größeren Kampf haben. Was kann der Bade? Ah, der hat Fingerfertigkeiten, okay. Und ein Badenlied. Ich hatte noch nie einen Baden in der Gruppe. Ich habe keine Ahnung, was ein Bade kann. Ich bin mir sicher, im Nahkampf ist er scheiße. Deswegen nimm lieber mal seine Armbrust. Okay, er kann später zaubern. Wahrscheinlich lauter oder reine Unterstützungszauber. Kann ich irgendwo schauen, was es denn bringt? Rechtsklick vielleicht? Nein. Bringt das irgendwas? Okay, er spielt Schlachtgesang, aber es bringt nicht wirklich was. Okay, lassen wir das aus. Oh doch, wir haben einen Bonus bekommen. Bardenlied. Ja, ich habe keinen Plan, was es bringt. Irgendwas muss es bringen. So, hab Dank für das, die böse Hexe gestoppt hat, bevor sie uns töten konnte. Nehmt dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Abwehrtrank. Rüstungsklasse auf 0 gesetzt. Das ist natürlich ein sehr, sehr starker Trank für jemanden, der wenig Rüstung hat. Zum Beispiel der hier. Also ich. Aber kann er die Schriftrolle nutzen? Er kann die Schriftrolle nutzen. Er könnte sie auch lernen. Ich lasse es immer lernen, auch wenn es extrem wenig Erfahrung ist. Aber Erfahrung ist Erfahrung. Was? Das passt. Hier verschwende ich nur meine so. Talente. Immerhin haben wir es geschafft, jetzt hier endlich wieder hier vollständig in der Gruppe zu sein. Auch wenn wir so gesehen... Ja gut, wir ausgeglichen. 3 Nahkämpfer, 3 Fernkämpfer. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eigentlich mal Richtung Süden. Wobei wir haben noch brennender Zauber. Da war ich noch nicht drin. Und wir haben das Bürgermeisterhäuschen noch nicht gefunden. Das wollte ich auch noch sehen. Aber wir haben, glaube ich, ganz gut Erfahrung bekommen, wenn sie aufgestiegen ist. Hier. Ah ja gut, okay. Es dauert hier echt noch wahnsinnig viel... Ja, also ich werde es feiern, wenn wir alle endlich Stufe 2 erreicht haben, aber das hat sich schon gelohnt. 24 Leben, das ist ordentlich geil. So, gucken wir mal, was wir hier so finden. Zolong. Okay. Wird sofort erledigt. Ich wünschte, verfluchte Hobgoblin-Schweine haben mir die Stiefel einfach von den Füßen gerissen und sie sind in das Ödland südlich von Bergerost verschwunden. Ich zahle euch 100 Goldmünzen, wenn ihr ihnen zeigt, wer hier der Boss ist und meine Stiefel zurückbringt. Hey, wenn das nicht Keldath Ormel ist, wer auch immer Keldath Ormel ist. Mach's kurz. Okay. Ihr habt, wie ihr wünscht. Lauter Aufträge rings um die Stadt, das ist sehr, sehr cool. Was hast du hier noch anzubieten? Achso, nur Getränke. Aber wir sollten nochmal rasten, um alle Zauber zu haben. Ja? Vor allem die Heilzauber. Und komm, wir gehen jetzt mal los. Eventuell ist auch hier unten das Bürgermeisterhäuschen. Da waren wir vorhin da unten schon? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin anscheinend sehr vergesslich. Ja, hier war nichts mehr, genau. Okay, dann... Es hieß Richtung Süden, südwestlich... ist einer unserer Aufträge, wenn wir uns daran erinnern, das war... Oh, wir haben schon so viele Aufträge, da komme ich schon ganz durcheinander. Probleme in der Region. Das war das mit dem Eisenhandel. Intanzon. Das Kind zu finden. Und den... Ist okay. Das sind die verlorenen Stiefel. Haben wir den Quest jetzt nicht angenommen, weil wir vorhin gestorben sind? Oh, no. Okay, sorry, guys. Dann muss ich erst den Auftraggeber nochmal finden. Das war der Schmied, kann das sein? Oder war das der... Nein, das war dieser Björn in dieser anderen Spelunke. Okay, ich soll es mir merken. Viel, viel öfters speichern. Und zwar wirklich viel, viel öfters. Damit das hier nicht mehr passiert... Das war, glaube ich, ja, das war hier, genau. So, da ist er. Der hat einen Quest und noch der andere, der hat einen Quest. Genau. Südwestlich, genau. Das war der Quest. Und hier war doch noch einer.
Die Gurke, genau. Okay. Passt soweit. Dann können wir jetzt nach Süden, südwestlich gehen. Wir speichern natürlich wieder. Wird sofort erledigt. Und siehe da, ein neues Gebiet wurde freigeschalten. Kann es sein, dass wir nach Nashkill müssen? Ich muss jetzt mal kurz nachlesen. Einen Moment kurz. Hier unser Hauptquest. Ach, nach Nashkill. Das war gar nicht Bergerost. Alles klar. Aber Bergerost können wir erstmal abklappern, ordentlich. Da ist ein Kind. Nur meine Talente. Warum ist hier einfach ein Kind, ey? Mama hat gesagt, sicher. Lass mich in Ruhe. Ich sammle Obst für meine Mama. Aber auch dieses kleine bisschen hilft uns weiter, hat sie gesagt. Also helfe ich auch mit. Wissen deine Eltern, wo du bist. Mama denkt, dass ich die bei Betsy Finkel zu Hause bin und spiele. Aber deren Großmutter riecht immer so komisch, dass ich da nie hingehe. Das habe ich Mama nur gesagt, damit sie sich keine Sorgen macht. Ich pflücke jetzt Beeren oder Obst, dann kann Mama davon Torten backen und die verkaufen. Mir passiert nichts, weil ich klein und schnell bin. Na, das gefällt mir gar nicht, dass hier ein Kind rumläuft. Natürlich. Ich hoffe, dem Kind passiert nichts. Bergerost im Norden, ja, das ist klar. Ich denke, wir müssen mal hier das Gebiet absuchen, weiträumig. Wir folgen erstmal der Straße. Okrillon. Oh, da haben sie einen getötet. Auf geht's. Ich will immer ungern zaubern. Oh, die sind gut, gut, gut. Also die sind... Ah, die treffen nicht, das ist gut. Ah ja, gut. Sieht bisher ganz gut aus. Oh, eine Schriftrolle. Ah, ein bisschen Schaden genommen. 175 Erfahrung, wow. Und der hat einen Brief. Und der hat einen Zauber. Den Brief lese ich gleich. Ich möchte nur eben mal eben das hier lernen. Liebst Murian, die Straßen waren sehr schlecht, aber schließlich bin ich wohlbehalten hier in Arm angekommen. Ich glaube, es ist das Klügste, wenn ich irgendwann nach der ersten Schnee per Schiff nach Hause fahre. Ich hoffe, dass dich dieser Brief erreicht. Der Halbling, dem ich ihn mitgegeben habe, hat auf mich einen recht zuverlässigen Eindruck gemacht. Auf immer dein Ro. Miriane, habe ich den Namen schon mal irgendwo gelesen? Ich weiß nicht. Also mal Ausschau halten, wenn wir eine Miriane finden. Das war der Bote. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Den heilen wir mal lieber. Reicht der Zauber? Der reicht. Hier verschwende ich nur meine Talente. Speichern, ganz wichtig. Dann schauen wir mal. Wir sind fast unten, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal. Wir gehen nicht weiter den Weg. Ich diene der flammenden Faust. Oh, der flammenden Faust, ich wusste es. Die zicken uns jetzt bestimmt an, weil wir den einen Typen umgebracht haben. 100 Pro. Ihr da, ihr seid wegen Bandenmitgliedschaft und Straßenraub verhaftet. Ich weiß, dass ihr zu der Bande gehört, die die Küstenstraße terrorisiert. Ergebt euch oder es gibt Ärger. Was? Nein. Ich habe die Falschen erwischt. Ihr habt die Falschen erwischt. Wir gehören zu keiner Bande. Wenn ihr Streit sucht, könnt ihr Streit haben. Nein, auf keinen Fall. Wir geben uns... Ihr könnt uns gefangen nehmen. Wir legen sofort die Waffen, die daher kommen. So wollen wir auch nicht sein. Ihr habt die Falschen erwischt. Wirklich? Und warum soll ich euch glauben? Naja, wegen meiner netten Lächelns und meiner ehrlichen Art. 54 Gold, lasst uns in Ruhe. Na, nicht bestechen. Wenn wir Räuber wären, würden wir dann so hier in der Gegend herumspazieren? Kommt schon, lasst uns gehen. Wir sind nicht diejenigen, die ihr sucht. Das klingt schon mal viel besser. Mein Herr, wir wollen wirklich keinen Ärger. Genauso, genau wie ihr suchen auch wir die Gegend nach Räubern ab. Hm, das klingt auch nicht schlecht. Drei oder vier? Ich nehme 4. Ihr jagt also die Räuber. Werdet euch damit denn beauftragt oder macht ihr das aus reiner Herzensgüte? Niemand uns beauftragt. Wir sind Abenteurer und wollen den Menschen an der Schwertküste nur helfen. Wir arbeiten für Armen. Wir wurden von einem Edelmann angehört, um den Tod seines Bruders zu rächen. Wir arbeiten für den Söldner der schwarzen Krallen. Tun wir das? Ganz ehrlich, ich weiß es gerade echt nicht. Scheiße. Ich mache eins. In Ordnung. Vielleicht habe ich mich bei euch ja geirrt. Ihr könnt jetzt gehen. Puh. Dann hatten wir doch nochmal Glück. Ich habe jetzt echt gedacht, die stressen uns an wegen der Sache in der Taverne. Dann erkunden wir jetzt mal hier den Westen. Das heißt ja südwestlich. Entweder nächste Gebiet oder hier schon. Man weiß ja nicht. So viel wie möglich erkunden. Was ist das denn für einer? Oh, ein Ghoul.
Da hau ich jetzt mal ordentlich rein. Gute sind gar nicht toll. Leicht verletzt. Oh, wenn der einen trifft, das kann böse enden. Okay, nur paralysiert, das ist nicht so schlimm. Ach, Gott sei Dank, okay. Ich brauche in Ordnung. Flammentanzring schon wieder? Kann der irgendwas Tolles? Diese Rings sind heiß begehrt, insbesondere von Abenteuern und Magiern. Ja, toll. Kann nichts, aber ist begehrt. Ja? Was? Kann ich rasten? Weil sonst muss ich jetzt ewig warten. Ah, sehr schön. Okay, das geht. Hoppla. Hier verschwende ich nur meine Talente. Sonst müssen wir ewig warten, bis hier die das Benommen oder dieses Betäuben weg ist. Das ist immer sehr nervig. Was haben wir denn Erfahrung bekommen für den Ghoul? Auch 175. Oder war das jetzt mit dem... Ja, 175. Ja, wir nehmen uns ganz, ganz, ganz langsam der Erfahrung auf Stufe 2. Und ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig, dadurch, dass ich jetzt mehrmals hier in der Gegend rumlaufen musste, weil ich halt nochmal laden musste und verrafft habe zu speichern. Ich bemühe mich, öfters die Q-Taste zu drücken. Und wenn es alle 2 Minuten ist, man merkt es ja kaum. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen haben sollte, gebt einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten schreibt einen Kommentar, dann weiß ich noch viel mehr Bescheid. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier in Baldur's Gate. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.